Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Monster Hunter World. So, wir stehen gleich mal auf und nehmen die nächste Quest an. Bandit mit Vogelhirn. Wir sollen ja jetzt den Kulu Yaku killen. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, welche Waffe wir dafür auswählen. Ich glaube, wir nehmen mal die Energieklinge. Eine Energieklinge Morphaxt. Und wir machen mal eine Quest. Eine Aufgabe bekannt, und zwar Bandit mit Vogelhirn. Erjage einen Kulu Yaku. Der Kulu Yaku nutzt seine Vorderbeine zum Tragen von Objekten. So kann er wichtige Vorräte entbinden. Erster Schritt beim Wiederaufbau eines sicheren Lagers, den Dieb jagen. Alles klar. Dann jagen wir mal den Dieb mit Vogelhirn. So. Den Bandit mit Vogelhirn, so rum. Ah, ich freue mich, bin wieder richtig... Bin wieder richtig motiviert, Monster Hunter zu spielen. Generell bei Monster Hunter finde ich es irgendwie so cool, man kann das stundenlang spielen, ohne dass man wirklich, ja, die Zeit verfliegt irgendwie total schnell. Genau, wir verbessern aber noch kurz unsere Ausrüstung. Ob wir uns vielleicht noch eine Knochenrüstung... Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt gucke ich gerade mal. Nehmen wir doch den mal, da ist nämlich Gesundheitsboost drauf. Perfekto. Als die Schmiedesequenz ist immer dieselbe, deswegen werde ich das jetzt alles so ein bisschen skippen, weil das haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen. So, nehmen wir uns auch mal noch den. Und dann auch nochmal den. So, perfekto. Haben wir eine komplette Ausrüstung. Wollen wir es auch gleich ein bisschen verbessern? Könnte man eigentlich theoretisch mal machen. Knochenpanzerung. Machen wir es mal auf, dass die Verteidigung 10 hat. Weil das ist am Anfang relativ wichtig. Ich weiß nicht, die Knochenrüstung finde ich auch generell. Ist für den Anfang keine schlechte Rüstung. Natürlich gibt es bessere, aber für den Aufwand, für das, was es ist, ich weiß jetzt ungefähr, was kommt. Grüß dich. Grüß dich. So, jawohl, ja. Will nur was verkaufen. Upala, nicht ändern, sondern verkaufen. Und zwar würde ich gerne meinen Lederkopfschutz verkaufen. Meinen Lederhandschuhe. Mein Ledergürtel. Und meine Lederhose. Meine Lederhose, meine Tracht. So. Ah, essen wir noch was. Und dann geht schon die Jagd los. Ich weiß gar nicht, war ich in der... Habe ich meinen Objektbeutel geleert? Natürlich nicht. Brauche ich aber nicht, der sieht noch nicht allzu voll aus, sagte er, und ja, wir nehmen mal Verteidigung hoch, sagte er und ärgert sich dann später, wenn er irgendwelche Sachen nicht mitnehmen kann. Essen. Lup. Wunderschön. So, was haben wir denn da für einen Bonus? Und den Feline-Polierer. Sehr schön. So, und dann geht's mal los. Möchtest du jetzt zur Quest aufbrechen? Da bläst der Jäger ins Jagdhorn. So. Ab geht die Post. Kulu Yaku fangen. Oder töten. Irgendwie sowas. Oh, ein Wurfmesser. Okay. So, wir nehmen alles mit, was wir noch mitnehmen können. Und ab geht die Post. Kulu Yaku finden und töten. Ach, wisst ihr was? Wir gehen mal den anderen Weg. Weil hier hinten kann man auch entlang gehen. Wir wollen das... Wir haben ja jede Zeit der Welt. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen alles finden. Und damit man auch mal sieht, wie weitläufig das hier überhaupt ist. Auch wenn wir hier später so oder so nochmal hinkommt, immer schön alles mitnehmen, weil wird dann auch auf der Karte markiert. Und ich mag das, wenn alles zu 100% voll ist. So. Einzigartige Pilzkolonie, das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja noch diese Pilzsammelquest, dass wir noch von denen ein paar finden, weil da müssen wir ja 20 Gourmet-Pilzhüte abgeben, glaube ich. Und das ist ja schon mal gut, wenn wir die dann auf der Karte haben und wissen, wo die sind. So. Dann laufen wir mal Kulu Yaku.
Auch kein sonderlich schweres Monster. Ja, laufen wir mal da hoch. Machen wir mal zack. Noch ein bisschen Kraut mitnehmen. Kraut kann man nie genug haben. Und da steht jetzt schon Max. Ich ärgere mich doch, dass ich es nicht abgelegt habe. So. Das finde ich auch sehr cool gemacht, diesen Felshang hier. Wenn man hier zum Beispiel die Lehmkröte tritt, oder kann man auch mit einem Stein abschießen, dann lähmt die ein Monster, wenn das drin ist. Wenn das da drin steht. Allerdings auch uns. Also das kann man auch taktisch benutzen. Von denen gibt es auch noch eine Schlafkröte, eine Explodierkröte oder eine Nitrokröte, heißt sie, glaube ich. Aber das werden wir alles noch sehen. Alles noch sehen. Ich nehme wieder so viel vorne weg. So, gucken wir mal. Wo sind wir denn hier? Kraut? Da. Kraut maximal. Sehr schön. Das wollte ich aber eigentlich nicht, hey. Ach. Oh, oh. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt schon einen sehen. Einen Rathalos. Okay, wir... Ja, ist in Ordnung. Wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir von dem abhauen, weil Rathalos... wenn ich auf die Map... Ich kann es dir da mal kurz zeigen. Wird nämlich als sogenanntes Apex-Monster deklariert. Hier in dem Gebiet im... In dieser Rangstufe. Und zwar, wenn man die Map aufmacht und ich gehe hier auf den Rathalos, steht da, das Apex-Monster des uralten Waldes patrouilliert den Himmel auf der Suche nach Eindringlingen. Genau, richtig. Da muss man schon etwas aufpassen, weil Rathalos ist kein Vieh, was man mal so bei unserem jetzigen Stand nebenher so killen kann. So, wir suchen aber jetzt mal den Kuluyaku. Also ein Rathalos haben wir schon gefunden, also ich denke mal, den Kuluyaku werden wir auch noch finden, irgendwie. Irgendwo, irgendwann. So. Wir haben mal wieder ein paar Kestodons. Aloho. Ich suche einen Kuluyaku. Der hat hier irgend... Ah. Wir gehen mal den Weg zurück. Ich glaube nämlich, oder ich kann mich erinnern, dass der Kuluyaku, der war eher hier so. Hier hinten. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Ich weiß nicht mehr. Hallo. Oh. Alle Spuren. Ist das jetzt der Rathalos oder ist das der Kuluyaku? Ah, da haben wir doch Federn. Wir haben doch eine Spur. Ah. Sehr schön. Na komm. Schön einsammeln, damit wir ihn auch nicht mehr verlieren. Und es hilft uns ja auch. Genau, spüre das Monster auf Kuluyaku. Also wir haben ihn gefunden. Okay, wir müssen hoch. Ja, alles über mehrere Ebenen. Oh, ein Boyzug haben wir auch wieder abgeschlossen. Sehr schön. Ich überlege gerade nur. Hoppala. So. Hätte man auch ein bisschen anders da laufen können. So, gucken wir mal. Blub. So. Hoppala. Machen wir mal Giftpilz noch. Und da geht's jetzt mal hoch. So. So. Na. Mal, was haben wir hier? Ach, hier ist unser Lager. Genau. Hier soll ja das Lager hin. Hier sind ja auch diese Vasen, die er das letzte Mal ausgegraben hat. Der Kuluyaku. Aber wir wollen jetzt mal weiter. Wir wollen den ja schließlich finden. So, und machen wir mal zack. Folgen wir mal unseren Spähkäfern. Ah, der uralte Wald am Anfang ist ja noch relativ, ja, ich sag mal, unübersichtlich. Oder man findet ihn unübersichtlich. Aber das legt sich alles mit der Zeit. So, jetzt würde mich aber mal gerne interessieren. Boah, Alter, lasst mich bitte in Ruhe. Ich will mit euch keinen Stress haben. Rathalos fliegt über uns. Weil die Spähkäfer verschwinden, so wie eine Bedrohung oder so wie man von Monstern angegriffen wird. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber wir müssen hier runter. Sehr schön. Du kannst das Leuchtmoos als Schleudermunition verwenden. Genau. Schieß es an Wände, um dunkle Bereiche zu erleuchten, zum Beispiel Höhlen. Genau, Blitzkapseln und wir fördern noch ein bisschen. Ich glaube, das ist sogar auch noch ein Beutzug. Perfekt, den haben wir auch abgeschlossen. Kriegen wir immer wieder Rüstkugeln, also sehr gut. Und wir müssen jetzt rechts. Ich sehe nämlich den Kuluyaku. Der müsste uns jetzt nämlich direkt entgegenkommen. Hallo? Kuluyaku! So. Fiolenenergie verstärkt werden. Ey, du hast aber jetzt nicht schon ab. Kamera! Oh, bleib sie stehen!
Das gibt's ja nicht, dass er jetzt schon abhaut. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der Sprungangriff ist, glaube ich, die gefährlichste Attacke. So. Dann morphen wir mal zum Schwert rum. Upala. Ah, shit. Solche Treffer möchtest du nicht einsetzen. Das lässt du. Ah, Kacke. Ja. So. Ah. Oh, Domi, du musst mehr ausweichen. Ah, dass er das Ding in der Hand hat, ist totaler Mist. Ja. Oh. Drecksack. So, wir stecken unsere Waffe mal wieder weg. Warten mal vielleicht, bis er... Was denn du? Oh. Immer gefährlich, wenn man direkt vorm Kuliaku steht. Deswegen muss man da ein bisschen mit Bedacht. Wow. Na komm. So, und... das war eben gerade ein schlechter... Oh, und ich bin verwirrt. Kann passieren, wenn man... Genau. Richtig. Da wird man betäubt. Also, wenn man so Nachfolge... Wenn man viele Nachfolgetreffer einsteckt oder halt Treffer, die Betäubungsschaden verursachen, dann wird man betäubt. Und das ist nicht sonderlich schön. Bei ihm geht's noch, aber es gibt auch andere Monster, die können dann halt einen zu einem gewissen Punkt, wenn man die macht, hat man vielleicht noch keine bessere Rüstung und die One-Shotten ein mit speziellen Attacken. Ist immer etwas schwierig. Okay. Na komm. Nicht immer auf den Stein drauf. Letzte Mal. Ah, der coole Jakun nervt eigentlich nur, weil er diesen blöden Stein oder die Gegenstände in der Hand hat. Jetzt. Und dadurch. Ja. Wir müssen auch mal nachschärfen, aber. Komm, 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 komm und. Boom! Jetzt ist das Monster richtig wütend. Richtig. Muss man immer aufpassen, wenn die Monster unten auf der Minimap, man sieht den Kuluyaku unten bei meinem Pfeil etwas leuchten, muss man immer extremst aufpassen, weil dann sind die in einem sogenannten Wutmodus. Es gibt Fähigkeiten, da wird der eigene Angriff dann stärker, wenn die Monster in diesem Wutmodus sind, aber den wollte ich eigentlich jetzt gar nicht einsetzen. Ich suche eher der ist eben am Baum vorbeigesprungen. Ich muss nämlich mal meine Waffe schärfen, weil die ist, wie man oben sieht, perfekt. Huah! Ja, komm her. So, mal ein paar Folgetreffer eingesteckt und jetzt komm her. Komm her. Na, der hält schon ein bisschen mehr aus wie der, krass. Die Treffer waren eben gut. Zack, noch einmal. Ich glaube, vom Kuliaku kann man schwarz nicht abtrennen. Aber man kann den Kamm brechen und ich glaube die Vorderpfoten. Ich glaube irgendwie, also die Vorderbeine. So war das. Aber wir tun noch mal unsere Waffe schärfen. Ah, das ärgert mich jetzt, dass man da, dass ich da jetzt so oft getroffen wird schon. Muss ein bisschen vorsichtiger spielen. So. Aber die ersten Monster finde ich alle gut machbar. Da gibt es ja andere Monster Hunter Spiele. Ich sag nur Monster Hunter. Ist der mich von... Ah, bist schon müde. Es gibt schon andere Monster Hunter. Oh, komm, komm, komm. Der war schön eben.
Kamerad, was ist denn los? Ist schon müde. So. Komm mal her. Und... Hoppala! So. Und... Hier, nimm das! Bitch! Oh. Und da humpelt er weg. So. Bleiben Sie stehen! Wenn man ihn jetzt schön ein paar Mal erwischt, dann bleibt, dann rennt er nicht weg. Das ist, ja, in dem Sinne nicht nervig. Hallo? Mal ein bisschen versuchen, vor ihm zu kommen. Ich mal einen Treffer landen kann. Das wollte eigentlich jetzt nicht so. Komm, komm. Ah, da mal einen Treffer gelandet. Ah, aber der wird hoch in sein Nest gehen. Ah, da ist die Jagd aber auch doch relativ gut verlaufen. Ja, das ist... Der wird jetzt wahrscheinlich schlafen gehen. Aber wir bleiben mal hier so ein bisschen. Damit wir gucken, ob er wirklich sich schlafen legt. Was, Drecksack? Der schläft nicht. Der hat schon ein Ei geholt. So. Tja, das letzte Mal. Und. Tja, man hat dich schön geblendet. Oh, das tut mir aber jetzt leid. So. Und nochmal. Wamba, 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 wamba. Wamba, Kombo. So. Ach, komm her. Und noch ein gebrochenes Teil. Oh, jetzt sieht der Kamm auch nicht mehr so schön aus. Oh. Da ist meine Waffe unscharf, aber wir setzen dem jetzt einfach so mit schönen gezielten Schlägen zu. Ah, macht das Spaß. So. Eine Kapsel hat der Kollege fallen lassen. Eine Stechkapsel, sehr schön. Die jagen wir ihm auch noch gleich rein. Warum ist ein cooler Yaku hier im Wald? Das berichten wir so. Dem Kommandant. Das war's mit dir, Kamerad. Und wir können ihn looten. Eine erfolgreiche Jagd, wie ich finde, eine erfolgreiche Jagd. So. Der Kuluyaku-Schnabel. Kuluyaku-Prachtfeder. Kuluyaku-Schnabel nochmal. Ah, hier haben wir noch das zerbrochene Ei. Gibt noch ein bisschen Spähkäfer-Stufenpunkte, genau. Und noch einen Knochenhaufen, den können wir auch noch mitnehmen. Monsterknochen S, alter Knochen und nochmal ein alter Knochen. Sonst gibt es hier oben eigentlich relativ wenig. Das heißt, wir gucken, ob wir nochmal runterkommen. Aber ich glaube es eher nicht, ob wir vielleicht noch was mitnehmen können. Ach, vielleicht die Jackas hier noch. Ach, lebst du noch? Na gut. Ja, haut ab. So, Quest erfüllt. Also, der Kuluyaku. Ja, wie gesagt, das einzige Nervige, finde ich, an dem Monster ist, dass er diese Objekte vor sich halten kann. Und wenn man halt, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man höhere Schärfegrade hat an den Waffen. Aber, ja, man prallt halt immer ab und das ist halt ein bisschen doof. So, genau. Und wir drücken auf Bestätigen und schauen mal, was uns jetzt erwartet. Wie gesagt, der Kuluyaku, ein schönes kleines Vieh. Gibt schlimmere Monster. Ah, danke, dass du den Lagerplatz gesichert hast. Wir haben das Lager schon mal aufgebaut, fühle ich wie zu Hause. Nun, da ich weiß, was in dir steckt, Fünferin. Achso, kann ich dich hoffentlich öfter dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. Jawohl, nördlich Lager freigeschaltet. Perfekt, und wir reden aber gleich nochmal mit dir. Ich habe was Besonderes, nur für dich, wo ich schon mal deine Aufmerksamkeit habe. Ich habe hier etwas Besonderes, nur für dich. Und diese Aufgabe lautet, uns einen ausreichenden Vorrat an Megatränken zu beschaffen. Eine Jägerin deines Kalibers sollte wissen, wie wichtig sie für eine Quest ist. Ist aber so, dass wir kaum noch welche haben und jemanden brauchen, der unsere Vorräte wieder auffüllt. Außerdem kann es ja auch nicht schaden, wenn du dir ab und zu die Grundlagen der Herstellung wieder vorrufst. Komm bald wieder, sei also so gut und hilf uns, wir zählen auf dich, genau. Ein Megatrank und da kriegen wir gewürfelte Steak für die Kantine. Sehr schön.
Du hast das hinbekommen. Was soll ich sagen? Das war gut. Ich mag es, wenn Leute Gutes tun. Okay, dann raus damit. Lass mal hören, was du entdeckt hast. Genau. Wir haben einmal das Lager im uralten Wald aufgebaut. Dann haben wir einmal 4 Pilze gesammelt. Und wir haben an Förderplatzen 6-mal gefördert. Wir gucken mal, wir können uns jetzt nämlich hier wieder kleine Monster, nehmen wir noch Flora mit und nehmen noch große Monster. Sammle 12-mal an Förderplätzen. Moment, hier gibt es aber auch noch einen bei Lieferungen, genau. Die Lieferungsanfragen, die du von Forschern annimmst, schließt du ab, indem du hier die hier angegebenen Objekte bei der Ressourcenzentrale einreichst. Für den Abschluss von Lieferanfragen erhältst du Zutaten für die Kantine oder verbesserst deine Einrichtung, genau. Und wir kriegen eine neue Kantinenzutat, ein gewürfelter Steak. So. Okay. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir laufen erstmal kurz hier hoch. Weil hier will jemand mit uns reden. Hallo. Oh, hallo. Ich bin ein Forscher der Kommission. Mein Fachgebiet sind Grümalkühen. Ja, die Grümalkühen. Die Grümalkühen sind eine in der neuen Welt heimische Lilianerart. Ich würde ja gerne ihre Sprache lernen. Aber diese müden alten Knochen können mit meiner Forscherleidenschaft leider nicht mehr mithalten. Könntest du mir helfen? Wenn du daran interessiert bist, die Lingua Furca zu erlernen, dann sag mir einfach Bescheid bei meinen knochigen Knien. Ein knochiges Knie. So. Gucken wir mal, ob noch jemand mit dem Schwätzmel hält. Da will noch jemand reden und rede mit dem Kommandanten. Anführer des Feldteams. Beschäftigt mit der Jagd? Beschäftigt mit der Jagd? Hast du dich schon daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Wenn du unterwegs Probleme bekommst, halte dich nicht zurück und schieße ein Notleuchtzeichen ab. Andere Mitglieder des Feldteams können dir helfen, wenn sie es sehen. Bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst. Und biete sie anderen an, wenn sie sie brauchen. Das macht dich zu einer besseren Jägerin. Okay. Wir reden mal mit dem Kommandanten. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Ehren. Die Pucke-Pucke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Pucke-Pucke zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden das schaffen. Viel Glück und sei vorsichtig. So, okay. Halt, du willst noch was reden? Partnerin, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Warum schwätzt sie einen Schrein? Na, Jägerin. Hey! Na, Jägerin, hast du dich inzwischen an die Abläufe hier gewöhnt? Neue Welten, neue Regeln. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das wirst du. Du musst es sogar. Dein Leben hängt davon ab. Ganz abgesehen vom Leben der anderen. Schau dich um. Schau dir die anderen an. Auch wenn sie vielleicht seltsam oder verrückt wirken. Sie sind alle über das Meer gekommen, genau wie du. Und sie haben alle ihre Pflicht getan. Sie haben sich der neuen Welt gestellt und erkannt, dass man hier mit den althergebrachten Methoden nicht weiterkommt. Das hat sie aber nicht aufgehalten. Sie hatten Überzeugung. Besitzt du Überzeugung? Jägerin, du sollst deine Kollegen kennenlernen. Vielleicht färbt dann ja etwas von ihrer Verrücktheit auf dich ab. Ha, ich bin ja schon ganz verrückt und rede alles dreimal vor. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen können, bevor wir die nächste Quest im nächsten Part dann anreden. Bevor wir im nächsten Part mit der Wildexpertin reden. So. Oh, hallo, du bist ja schon wieder da, um deine Ausrüstung zu verbessern. Genau. Und das Schöne ist, wenn man hier jetzt zum Beispiel bei Waffe schmieden, wir gehen mal auf Langschwert, ich schmiede mir nämlich jetzt mal ein Knochenschotel. Jawohl. Das Schöne ist, wenn ich jetzt dieses Knochenschotel verbessern will, das machen wir jetzt auch gleich mal, Ausrüstung verbessern, und wir nehmen dieses Knochenschotel. Waffe verbessern. Wähle zuerst eine Waffe aus, die du verbessern möchtest. Du kannst verschiedene Waffen mit Materialien verbessern, um diverse Wertverbesserungen zu erreichen. Wenn du mehr Ausgangswaffen zur Verbesserung haben möchtest, wähle in der Schmiede Ausrüstung schmieden, aus oder kauf, welche im Ausrüstungsladen. Verbesserte Waffen können auch wieder herabgestuft werden. Dabei hältst du die zur Verbesserung eingesetzten Materialien zurück. Wähle mit dem Cursor eine Waffe aus und drücke Y, um sie deiner Wunschliste hinzuzufügen. Hast du alle erforderlichen Materialien für die Herstellung eines Wunschlistenobjekts beisammen, erhältst du eine Benachrichtigung. Sehr gute Funktion. Muss man nicht immer gucken, habe ich das jetzt oder habe ich das nicht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Funktion. Und ich finde auch generell, der Waffenbaum, wie er aufgebaut ist, ist sehr, 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 sehr cool.
gemacht, weil man sieht jetzt den kompletten Baum, wohin man gehen kann und so weiter und so fort. Waffen und Rüstung kannst du deiner Wunschliste über den Bildschirm Ausrüstung spielen hinzufügen. Jawohl. Und wir sehen jetzt in der Entwicklung, okay, und hier sieht man, wir haben hier noch ja, Materialien, die wir überhaupt gar nicht kennen teilweise. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel, da wir die ausgerüstet haben, könnten wir jetzt hier diese Waffe verbessern. Dann könnten wir hier auf diesen Baum gehen, auf den Baum oder hier unten auf den Baum. Und der wird halt stetig erweitert, je mehr Monster wir jagen. Und wir machen mal hier das Knochenjodel. So. Jetzt überlege ich nur gerade, okay, da fehlt uns noch alles dazu. Dann lassen wir doch, dann behalten wir mal unser Knochenjodel. Es wurde ein neues Tutorial hinzugefügt, jawohl. So, da oben wollte, glaube ich, noch einer mit uns reden. Und dann sehen wir uns direkt im nächsten Part dann, wenn wir mit dem Kerl geredet haben. Fünfer Bro! Hey, wie bitte? Du hast mich murmeln gehört. Ja, der Koch hat mich gebeten, viel Zutaten zu besorgen. Aber ich muss doch noch so viel essen. Wow, Meister, das ernst? Du ziehst los und besorgst sie für mich. Viel Glück. Puh, danke, du bist meine letzte Rettung. Wir Fünfer müssen einander helfen, was? Hier sind die Details. Viel Glück. Genau. Deswegen habe ich nämlich das Mosswein gekillt, weil ich habe gewusst, dass wir diese Quest irgendwann bekommen und dafür bekommen wir den Königstrüffel. Sehr schön, können wir auch noch gleich abgeben und das machen wir auch noch. So, machen wir mal so. Brauchen wir nicht. Alles abgeben. Und man sieht, unsere Truhe füllt sich schon langsam mit Sachen. Ah, 20 Kraut. Es macht doch viel aus, wenn man die, wenn man keine Blaupilze mehr zum Kraut herstellen braucht. So, wir kommen dann wieder zu dir, Kameraden. Aber wir gehen gerade mal in den Handelshof mit dem Aufzug. So. Okay. Dann geben wir noch die Quest ab und dann sehen wir uns im nächsten Part. So. Ressourcenzentrale. Du machst dich ziemlich nützlich und lernst schnell gut. Mach weiter so, dann habe ich vielleicht noch ein paar Zusatzaufträge für dich. Okay, was hast du gefunden? Genau, bei Lieferung habe ich Pilze, Geschenke der Natur. Königstrüffel, sehr schön. Wunderschön, Dankeschön. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Macht's gut, ciao, ciao.